Willkommen zurück bei Let's Play Icewind Dale Heart of Winter. So, ich habe jetzt den Stufenaufstieg hier mit dem Beregard gemacht und ihr glaubt es gar nicht. Der Gute hat jetzt 45 Hitpoints. Ist das nicht mal nice? Das hat sich mal so richtig schön gelohnt. Ja, was haben wir noch? Wir hatten ja hier, also den magischen Bogen, den müssen wir im Gasthaus identifizieren. Ich hatte es beim letzten Mal erklärt. Das gleiche hier bei der Schutzformel, die müsste nämlich auch identifiziert werden. Dann haben wir noch den Zauberspruch Hast. Das ist ein Zauber der Veränderung. Und ich lese euch das mal vor, sobald ich meine Lesebrille hier auf habe. Ja, anders geht es leider nicht bei dieser kleinen Schrift. Durch diesen Zauber verdoppeln sich für alle freundlich gesinnten Wesen im Wirkungsbereich das Bewegungstempo und die Angriffsrate. Das ist ein sehr, sehr schöner Spruch. Den müssen wir auf jeden Fall machen. Das Anwenden von Zaubern und deren Wirkung werden nicht beschleunigt. Nur wer sich innerhalb des Wirkungsbereichs befindet, wird von Hast beeinflusst. Dabei ist zu beachten, dass dieser Zauber die Wirkung von Verlangsamen neutralisiert. Das ist sehr schön. Dieser Zauber kann weder mehrfach auf denselben Empfänger angewendet werden, noch mit ähnlich wirkender Magie kombiniert werden. Also nicht stackbar, wie man so schön sagt. Hält aber auch nur 3 Runden plus eine Runde pro Stufe. Also ist nicht so lang. So, und jetzt habe ich überlegt, was ist denn das? Grad 3? Wem ich das wohl gebe? Wer hat denn Grad 3? Haben beide noch nix. Für sowas ist eigentlich Gangolf gedacht. Also, ich glaube, er sollte das lernen. Ja, du solltest das lernen. Und mit ein bisschen Glück, mein lieber Freund, wirst du das jetzt auch lernen. Komm, gib dir mal Mühe. Daumen drücken. Jawohl. Tatsächlich. Leider hast du noch keinen Zauber auf 3, aber ist Ich schätze, egal. ich muss eine Weile die Zeit totschlagen. Ja. So, wir haben jetzt, geh mal kurz in die Übersicht. Beim letzten Mal hier den linken Flügel erledigt. Jetzt wollten wir geradeaus gehen. Das machen wir wieder mit Gut. nach bewährter Manier, indem wir uns jetzt hier erstmal alle hinstellen. So, bitteschön. Aufstellung, meine Lieben. Ich bin vorbereitet. Du verpasst uns vorsichtshalber nochmal einen Segen. Und du begibst dich dann mal vor und wirst nach Fallen suchen. Und uns was zum Spiel mitbringen. Und da ist auch eine Falle. Gut. Oh, und was kommt da? Mykruls gesandtes Ich. Ach du Jemine. Jawohl. Was brauchst du, Kumpel? Ja, Elfer, bist du noch auf? Nee, du solltest auf Fernkampf gehen. Ich bin bereit, Kommandant. So. Erstmal die Knochengerüste. Und du könntest mal dich um den kümmern. Hat ihm das Schaden bereitet? Leicht verletzt. Okay, dann gleich nochmal. Sehr schön. Hast du noch was? Glück. Dann gib Berigard mal Glück, das neutralisiert bestimmt das Pech. Ja, hau alles raus, was du hast. Immer drauf auf den. Verletzt. Der hat jetzt auch Pech, okay. Ich bin bereit für Abenteuer und solche Sachen. Zu deinem Befehl. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ja, ihr sollt den, der noch übrig ist, jetzt angreifen. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhalst. Ja, du kriegst ganz schön ab von dem. Das ist aber nicht so schön.
bitte. Hier drüben, Heilung, bitte. Nicht schlecht. Geh mal weg. Geh mal weg, Schätzchen. Jetzt ist Lariel dran. Meine Güte, das ist aber eine fiese Map. Was brauchst du? Nur du nicht, du bleibst erstmal da. Ja? So. Und du, ja, jetzt mittendrin hat das, glaube ich, wenig. Ach, göttliche Macht haben wir auch noch nicht angewandt. Verflixt und zugenäht. Jetzt macht ihn doch schon tot. Gibt's denn das? Ja, da musst du noch mal drauf brezeln. Na, geht doch. So. Einmal bitte große Heilung hier auf ihn. Also mittlere, ich sage immer große Heilung, verdammt nochmal. Mittlere Heilung hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, besser als nicht. Einmal auf dich selbst. Ja, und Gerwald muss noch ein bisschen was haben. Gott sei Dank hatten wir den Segen an. Das muss man schon sagen. So, ja. Ich wollte gerade schnell bei Lariel mal reingucken. Lariel. Was denn göttliche Macht tut? Das hatten wir ja schon mal nachgeguckt. Wirkungsdauer übrigens 10 Runden ist also schon mal gar nicht so schlecht. Ach so, da wurden die Attribute Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit für je 3 Erfahrungsstufen um jeweils einen Punkt erhöht. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Allerdings, Konstitution, Geschicklichkeit und Stärke, also die obersten 3, die sind hier ja relativ gut bei ihm. Naja, Konstitution und Geschick wäre steigerbar, bei ihm sind sie sehr, also, okay, er wäre also ein potenzieller Empfänger dafür, sie selber aber auf jeden Fall auch. Cool. So, Elfa. Geh mal einsammeln. Machst du das? Birgard, geh mal zur Seite. So, lass die liebe Elfa mal ein bisschen einsammeln. Die gibt euch ja auch gleich, was sie alles gefunden hat. Und da liegt ein Ring. Ja, ein magischer Ring. Ha. Cool. Wieder was zum Identifizieren. Sehr schön. Das war's hier soweit. Dann gibt das mal ihm. Er kann das, glaube ich, nicht direkt, oder? Nein, kann er nicht direkt. So, die schweren Sachen gibt's mal hier den Kraftmeiern. So. Ich bin bereit für Abenteuer. Oh ja. Dann könnt ihr mal bis hierhin vorrücken. Aber da war ja eine Falle und deswegen gehst du jetzt ganz vorsichtig da nochmal hin und wirst die Falle entschärfen. Gut gemacht. Und da kommt gleich Nachschub. Deswegen gehst du wieder zurück, meine liebe Elfa, und bringst unseren Kandidaten hier was zum Spielen. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhältst. Ja, das ist in Ordnung, denke ich. Ja? So, also bis dahin könnt ihr auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Aber jetzt wäre ich wieder vorsichtig. Da ist eine Statue. Hier scheint sonst nichts Bedrohliches mehr zu sein. Dieses ist die Statue eines Skelettes, das in eine dicke schwarze Robe mit Kapuze gehüllt ist und eine Sense hält. Das Gesicht unter der Kapuze sieht faltig und schuppig aus. Ich dachte, es wäre ein Skelett. Die Augen sitzen tief in den Höhlen und funkeln. Schwach
kalt und böse. Das ist wahrscheinlich Mykrols Ebenbild. So, dann gehen wir hier wieder raus. Haben wir denn jetzt irgendwas gefunden? Weil wir kommen ja da irgendwie nicht. Wie kommen wir denn da jetzt weiter? Ach, wir kommen da durch. Okay, wir kommen da sowieso durch. Ja, Was brauchst du? Geh mal lieber ein bisschen checken. So, und die anderen können mal nachrücken. Nachrücken. Aufrücken. Jawohl. Ich kümmere mich drum. Aha. Wer hätte das geahnt, ne? Sehr schön. Und natürlich Gegner, ist ja klar. Ich bin na gut. Drauf. Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss doch hier und da ein Monster erledigen. Mensch, Elfer, warum kriegst du eigentlich so viel ab? Was haben die denn so gegen dich? Die schießen dich an, ne? Verstehe ich gar nicht, was die immer gegen meine Elfer haben. Ich bin bereit für Abend. Nö, ich denk gar nicht dran. War nur ein Scherz. So. Und dann könntest du die Pfeile alle ihr geben. Ich kann die nämlich immer gebrauchen. So. Was willst du denn jetzt schon wieder? Die Wurfpfeile kannst du ja auch geben, das stackt. Jawohl. Schön. Wir speichern mal zwischen. Das haben wir nämlich ja noch gar nicht gemacht. Weil wir auf der 30 jetzt auch sind. Sonst vergesse ich dann nachher irgendwie auf dem richtigen Speicherstand zu speichern. So, und jetzt müssen wir mal aufpassen. Da geht bestimmt gleich wieder irgendwie was auf. Ich habe das so im Gespür. Das sieht mir so aus, wie als wäre das wieder so eine Kammer, in der... Ach. Okay. Ja. Geheimwand. Okay, das ist ja sehr schön. Geheimwand. Und was haben wir hier noch? Und da geht's weiter. Und da steht aber jetzt erstmal keiner. Das ist schon mal schön. Dann öffne sie mal. Und da drin haben wir eine Mumie. Ja, Elfer, dann nimm mal die Füße in die Hand. Wie steht ihr eigentlich da? Könnt ihr mir das mal sagen? Das ist alles ein bisschen eng hier, ne? Na gut, da musst du auch auf Nahkampf gehen. So, und ihr nutzt jetzt mal die Chance, dass hier vorne, dass der langsam ist und dass hier vorne mehr Platz ist. Dein Befehl, ich kümmere mich drum. Ich bin hier erledigt. Geht's Ihnen? Also Gerwalds Klinge verursacht Schaden, ansonsten sehe ich hier im Moment... Oh! Oh! Elfer! Elfer, wo bist du? Elfer? Weg da! Wie, du kommst nicht weg? Elfer muss da weg. Na gut. Immer bereit. Kein Problem. Ich bin vorbereitet. Mein Auftrag ist klar. Hui, das war aber knapp. Ja? So, heil mal bitte. Hast du auch noch was zum Heilen? Und solche Sachen. Nee. Vita Mortis. Na gut, dann muss das eben so reichen. Ja. Nein. Kein Problem? Nein. Jawohl. Ha, ha, ha. Ja?
Also in diesen engen Gängen ist das ein bisschen problematisch mit der Aufstellung. Okay, dann kommt mal eben hier rüber. So. Also die Mumie war ja nicht so ganz ohne. Bin schon dabei. Geh mal da rein. Geh doch mal dahin. Ich möchte jetzt wissen, was hier drinne ist. Kerzen auf dem Boden. Ein Sarkophag, der noch geschlossen ist. Und davor auch so eine kleine Kiste. Und ich sehe keine Fallen. Ob das richtig ist? Tatsächlich. Oh, Elfer, freu dich. Gold. Eine Goldkette. Jetzt weiß ich, was du anlegst. Ein Goldregen. Jetzt weiß ich noch mehr, was du anlegst. Einen Zauber Blindheit. Und einmal die Stärkung, die wir ja schon können. Sehr schön. So, und hier hast du aber auch keine Falle gesehen. Also, wow. Eine Zaubererrobe. Trank der Schöpferkraft, kennen wir schon. Den Mausoleumsschlüssel. Zauberspruch klopfen. Öffne Türen, glaube ich. Zauberspruch Furcht bannen. Und eine leichte Armbrust von bester Qualität. Ah ja, okay. Nimmst du das mal eben hier, diese ganzen Sachen? Das ist jetzt klar, dass wir das austauschen. Die anderen sehen ja nicht, was sie jetzt eingestickt haben. Die müssen ja auch nicht alles wissen, ne? Ach, ich habe da noch einen Zauberspruch gefunden. Okay, Corulas, kannst du die Robe? Ah ja, kannst du erkennen, sehr schön. Robe des Widerstandes gegen Kälte. Zaubererroben des Widerstands gegen Kälte sind in der Region der Schwertküste ein normaler Anblick, besonders wenn man nach Norden in Richtung Niewinter und Eiswindtal reist. Das ist auch gegen Kälte, macht das hier auch Sinn. Viele junge Zauberkundige erhalten sie als Geschenk von ihrem Lehrer, wenn sie die ersten 5 Jahre ihres Studiums erfolgreich hinter sich gebracht haben. Was 5 Jahre lang muss man schaffen, bis man endlich mal so eine Robe kriegt, das ist ja ein Ding. Wie andere gleichartigen Roben können diese nur von Zauberern getragen werden. Okay. Kälte plus 20% Bonus, Gewicht 3. Du könntest die anziehen und du sicher auch. Zieh du die mal an. Zieh mal an. Cool. Ach, jetzt sehe ich das erst. Die haben gar keine Robe an. Das sieht nur so aus. Ja, Mensch, da müssen wir da aber auch mal langsam mal was machen. So, Getränke, das solltest du vielleicht lernen. Furcht bannen. Ich glaube, das hast du schon, oder? Hast du das nicht schon? Nee. Und du? Auch nicht. Das ist ein Stufe 2 Zauber. Solltest auch du lernen. Blindheit. Könntest du lernen? Daumen drücken? Ach, kannst du gar nicht lernen. Okay. Kann er wahrscheinlich dann auch nicht lernen. Kannst du auch nicht lernen. Kann man nur anwenden. Okay. Das solltest du lernen. Jawohl. Das solltest du lernen. Okay. Kann ja auch nicht immer klappen. Das kannst du auch lernen. Jawohl. Und das kannst du nicht lernen. Das kann allerhöchstens sie lernen, aber sie kann das schon. Destavision. Machen wir das so. Das Geschmeide tun wir mal da rein. Oh, ihr habt mit den magischen Kugeln geschossen. Das war ja, so war das eigentlich gar nicht gedacht gewesen. Du auch? Ja, du auch. Na gut. Dann ist das eben so. Ja,
Ja, die sind ja zum Benutzen da, ne? So, das haben wir, das haben wir. Schweren Krempel sollen die mal tragen. So. Okay. Ich bin für Speichern. Was meint ihr? Sicher ist das. Ich schätze, ich muss. Nö, ich denke gar nicht. Gut, da hinten standen ja schon ein paar Kandidaten. Bin schon dabei. Die wir eigentlich nur vorholen wollten. Jawohl. Was alle drauf. Ja, die kriegen schon ein bisschen was ab hier durch die Skelette, weil die im Fernkampf agieren. So, und dann wirst du jetzt mal schön einsammeln, denn genau, Pfeile, das habe ich mir gedacht, dass da Pfeile drin sind. Deswegen solltest du das auch machen. Pfeile, Bolzen. Also du könntest jetzt auch die Armbrust nutzen. Du hast ja diese Waffenfertigkeitsgeschichte da. Die Handschuhe. Gucken wir uns doch mal, wo ist denn die Armbrust? Die habe ich dir gegeben. Die macht ETW 0 plus 4. Attribute? Aha. Und die, die Bolzen, was machen die? 1W6. Und die Pfeile machen? Auch 1W6. Also ist gehupft wie gesprungen. Okay. Nur, dass der ETW-0 besser ist. Das sollten wir uns mal überlegen, ob das vielleicht eine Option für dich ist. Aber ja, angeblich kannst du nicht. Du hast aber doch jetzt hier die, das verstehe ich nicht, Handschuhe der Waffenfertigkeit, dann solltest du das eigentlich. Hä? Das begreife ich nicht. Hier steht doch ganz eindeutig, diese Zauberhandschuhe helfen dem Träger beim Gebrauch von Waffen. So kann er selbst eine ihm unbekannte Waffe mit einigem Geschick beherrschen. Das funktioniert hier aber definitiv nicht. Geht nicht. Alles klar. Satz mit X. So, okay. Ja. So, ein Stückchen machen wir noch. 5 Minuten machen wir noch. Ein paar Minütchen machen wir noch. So. Du guckst nochmal nach Fallen, bitte. Ich nehme an, dass wir hier gleich wieder angegriffen werden. Das ist ja. Das war ja zu erwarten. Und wenn ihr glaubt, dass wir da jetzt reinlaufen, habt ihr euch geschnitten. So. Oh ja. Was brauchst du? Was willst du? Oh ja. Geh mal aus dem Weg, Gerwald. Ich erwarte angenommen. So. Jawohl. In Ordnung. So, du holst dir jetzt die Pfeile. Cool. So, okay. Ah, das gibst du ihm, der kann das direkt identifizieren. So, und kann er die auch? Nein, kann er nicht. Dann behalt die mal so lange. Das Zeug kommt irgendwo hin. So, weg mit dem Glumpe.
du, dann kümmere dich mal um die Falle. Die war doch hier irgendwo da. Ja, ja, ja. Ja, und... Ah, okay, okay. Den lassen wir aber auch kommen. Was haben wir denn da? Ein Tempelwächter. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhältst. Gott sei Dank ist es hier nicht so eng. Ein ganz normales Schwert, mein Gott. Hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Ich kümmere mich drum. Ja. Sehr schön. Ach, und noch einer, okay. Ja. Angriff. So. Ich bin hier. Ich schätze, ich muss klar. So, da ja unsere Zaubersprüche auch fast aufgebraucht sind, werden wir uns gleich erstmal gesund schlafen und sozusagen auch erfrischen. Hier ist jetzt eine Tür. Da haben wir so einen schönen Vorraum und ich glaube, das wäre... Der ideale Platz, um hier eine Rast hinzulegen. Was meint ihr? Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Icewind Dale. Und dann werden wir herausfinden, was hinter dieser Türe sich verbirgt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.